Ich glaube, wir werden jetzt bald auch wieder noch einen Zauber lernen oder einen Zaubertrank. Ich weiß mir auch gerade noch nicht. Ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher. Wir werden mal sehen. Wo lang müssen wir dann einmal, fast kopfloser Nick? Wo geht's denn hin? Ah, da. Okay. Ich laufe schon mal vorne. Ich sehe das ja schon. Oh, 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 Moment. Das ist mir gerade aufgefallen, dass das Vögelchen dahin gehört. Moment. So. So. Wir machen mal ein bisschen Hogwarts schön. Wo geht's denn jetzt lang eigentlich? Da lang. Okay. Alles klar. So eine Kleinkindstreiche halt. Ah, bitte sehr. Schüler in Gefahr. Ja, kein Ding. Okay, wieder zu Professor Flitwick. Hm? Ah, Lumos. Du kannst Y gedrückt halten, um verschiedene Zaubersprüche auszuwählen. Oder benutze LB oder RB. Genau. Moment. Drücke B, um Lumos zu zaubern. Los, geh weg. Push. Du kannst Y gedrückt halten. Ah ja, genau. Und dann kann ich mir den nächsten Zauber aussuchen. Ah, so. Ja gut. Dann haben wir jetzt also Lumos gelernt. Müssen wir diese 5 Teile dieses Puzzles wahrscheinlich wieder dort auf den Platz setzen. Hm. So. Und wieder das gleiche Spiel. genau. Oh. Naja, fast. Ich muss hier den gelben mal ein wenig wegschieben. So. So. Oder. Nee, Quatsch. Nein, stopp. Irgendwie sieht es nicht so ganz. Ach, jetzt weiß ich. So. Nein, noch nicht so. So rum, genau. Und jetzt noch den blauen hier hin. Na. Hallo? Oh. Er sitzt auf jeden Fall drin. Und passt. Okay, Moment. Y. So. Huch, nee, nicht. Ah, okay. So, geh weg. Mach mal hier die Kiste frei, genau. Die ganzen Tentakel. Wahrscheinlich Monsterschlingen. Wenn ich jetzt richtig noch weiß, dass das Monsterschlingen sind. Oh, Moment. Das kommt erstmal nach unten, dann geht das ein bisschen schneller. Und da unten schnarcht eine Schülerin, jawohl. Na komm schon. Komm da nicht wirklich ran. Ah, jetzt. So, dann kann ich jetzt hier einfach mal runterspringen. Und nur noch die verschiedenen Teile
Auf den Boden setzen. So. So. Und zack. Lumos. Perfekt. 9 von 200. Naja, ich sag mal so, es sind jetzt keine 2000, die man in das Lego Star Wars sammeln muss. So, wir haben den nächsten Zauber gelernt. Ach. 3 von 4, Moment, dann hole ich mir aber auch noch den da oben. Die Kerze. Die aussieht wie eine Wirbelsäule. Also, geht doch. Moment. So. Wen haben wir denn da? Ein Mädchen. Ach, jetzt ist das Ding auch kaputt gegangen. Okay. Sehr schön. So, dann können wir auch schon wieder zurück. Und es geht wieder zurück ins Schloss. Ach ja, genau. Jetzt können wir hier... Moment, jetzt muss ich gerade mal hier. So. Nein, nein, nein. So. Und schwupps haben wir jetzt neue Bereiche im Schloss freigeschaltet. Moment, wie kriege ich das jetzt hier ab? Okay, die beiden duellieren sich irgendwie. Kann man denen irgendwie dann helfen? Der Junge hat irgendwie einen Charakter oder so, den wir bekommen können. Cool. Huch. Ach, ja, das ist aber nett. Dankeschön für die Münzen. Da kommen wir noch nicht weiter. Das sieht irgendwie wie eine Hufflepuff aus. Geht's da Richtung Hufflepuff? Und was haben wir hier? Ach, guck mal, wir können hier malen. Wie süß. So. Ach, da geht's hin. Oh, jetzt lernen wir Zaubertränke. Da hinten steht nämlich schon Snape. Aber erstmal will ich mich hier noch ein kleines bisschen mehr umschauen. Da kommen wir noch nicht weiter. Also immer nur so stückchenweise weiter kommen wir. Ach, ein Kartenhaus. Können wir den beiden helfen? Aha. So, hier haben wir noch eine Lampe. Können wir dann noch weiter zaubern? Nee. Naja, aber wir haben ja was geschafft. Dich können wir wahrscheinlich erst später irgendwie verzaubern. Moment. So, jetzt. Mussten erstmal die Teufelsschlinge wegmachen. Gut, dann geht's jetzt runter in den Zaubertrankunterricht. Ein Stärketrank, also. Merke, halte gedrückt, um verschiedene Zaubersprüche auszuwählen oder benutze LB und RB. Ja.
Du hast die Unterrichtsstunde beendet. Probiere deine neuen Fähigkeiten aus. Okay. Also wir haben jetzt quasi gelernt, wie man einen Stärketrank herstellt. Okay, Moment. Das will ich gerne mal probieren. An jedem Kessel, den wir benutzen können, steht immer dran, welche Sachen man gebrauchen muss, welche man überhaupt für den Zauber braucht. Es können aber auch, geht auch immer nur an jeweils einem Kessel ein ausgewählter Zaubertrank. Das heißt, wir können uns jetzt nicht einfach willkürlich da jetzt hinstellen und die Sachen zusammenstellen. Moment. Ui. Oh, huch. Hoppala, kaputt gegangen. Moment. Ich nutze mal Wingardium Leviosa, um wieder die Röhre fertig zu machen. So. Und dann kann Ron Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier, mit Krätze. So. Huch. Ah, jetzt. Das hat funktioniert. So, Moment. Ach so, jetzt geht das. So, erste Zutat in den Kessel. War die Schlange da im Maul? Ach, wahrscheinlich einen Zahn. Ja. Und uns fehlt ein Knochen. Ein Skelett. Haben wir hier irgendwo... Ah! Oh. Oh. Ich glaube, der hängt da schon eine Weile. Aua. Au. Au. Das ist aber ein bisschen gemein irgendwie. So. Dann einmal den Trank hier rein. Also... So, den Arm hier rein. Der Zaubertrank ist nun fertig. Drücke B, um einen Schluck zu nehmen. So. So, Hermine. Nennt sie Obelix. Stärketrank freigeschaltet. Goldener Stein. Auch nicht schlecht. Sehr schön. Hui. Plupp. Sehr schön. So, und solange wir jetzt diese bunten Funken hinter uns haben, können wir auch weiterhin diesen Stärketrank benutzen.